Folgendes, wir hatten Ihnen vor einiger Zeit einen Millionengutschein mit 100 Lottotippreihen zugeschickt, den Sie bis heute noch nicht eingelöst haben. Da wollte ich mich nochmal erkundigen, ob der überhaupt bei Ihnen eingetroffen ist, ja? Ich hab da gerade nur halb verstanden. Was haben Sie mir geschickt gehabt? 100 Lottotippreihen gratis. Kann ich mich nicht entsinnen, um ehrlich zu sein. Wann ist das denn gewesen? Das war vor 2 Wochen. Nee, ich glaube, da könnte ich mich dran erinnern. Ach so, okay, haben Sie nicht bekommen, okay. Sie könnten, wenn das wichtig ist, ich heb alle Sachen immer auf. Ich habe da so ein kleines Problemchen, dass ich nichts wegwerfen kann. Ich habe das, die Sachen der letzten 2 Wochen müssten sich katalogisiert theoretisch auf dem Dachboden befinden. Wenn Sie da Wert drauflegen, kann ich nachschauen. Nee, ist nicht so wichtig. Ich kann Ihnen das auch so erklären, wie es funktioniert, damit er Ihnen zugute kommt, wenn Sie möchten. Ja, bitte. Also, Sie bekommen von mir heute 100 Lottoreihen im Lotto 6 aus 49 geschenkt. Das ist auch noch nicht alles, denn Sie werden in der Woche mit 288 gewinnoptimierten Tippreihen beim 6 aus 49 dabei sein. Ja. Jeden Mittwoch und Samstag 10-mal am Spiel 77, 10-mal beim Super 6. Sie haben auch die Möglichkeit, jeden Tag 1 Million zu gewinnen, mit Ihren eigenen 7 Glückszahlen auch. Und das geht dann 3 Monate. Sie spielen pro Woche mit 14,98. Monatlich kommt es dann auf 59,90. Haben Sie auch Ihre eigene 7 Glückszahlen oder soll ich den Zufallsgenerator laufen lassen diesmal? Ich bin ja ganz von der, wie komme ich denn zu der Ehre überhaupt? Bin ja ganz überrascht, also Sie haben ja irgendwo zugestimmt, dass Sie bei Gewinnspielen mitmachen möchten. Deswegen haben Sie auch die 100 Lottotippreihen gratis bekommen. Ach so, die habe ich jetzt quasi gewonnen dadurch. Geschenkt, ja, das geschenkt. Ist das hier, wenn Sie sagen, vor 2 Wochen, da ist hier bei einem EDK, da stand so ein Auto, wo man die Karte reinwerfen konnte. Ist das davon? Oh, das ist ja, kann auch sein. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Und mein Enkelsohn hat gesagt, ja, mach das da mal rein, vielleicht gewinnen wir. Ich habe noch nie was gewonnen. Okay. Das ist großartig. Gut. Also, okay. Vielen Dank. Also, spielen Sie nochmal Lotto? Nee, ich habe ja das vor langer Zeit mal aufgegeben. Da hatte ich ein Problem, dass ich mich, sag ich mal, deswegen ein bisschen verschuldet hatte. Und dann musste ich das aufgeben, um meine Ehe zu retten. Es ist halt auch wert gewesen, ne? Aber. Ah ja, natürlich. Aber wenn ich jetzt schon mal gewonnen habe, dann scheint mir das Glück ja mal hold zu sein, ne? Also zusätzlich zum guten Wetter, dann auch noch mal ein glückliches Händchen im Spiel. Das kann das Blut schon in Wallung bringen, nicht wahr? Oh, ja. Das ist die beste Nachricht, die ich die ganze Woche gehört habe. Heute ist Donnerstag, oder? Nein, Freitag. Ja, sehen Sie, da kann's heute ja kaum, ist Freitag. Kann ja kaum noch besser werden. Ja, Wochenende. Ja? Sei denn die Russen verlassen unser Land endlich mal, aber ich habe das Gefühl, das dauert noch ein bisschen. Aber das mit den Lotto ist ja schon mal ein Anfang. Okay, ja. Wie läuft gut, das dann jetzt ab? Also, Sie spielen, Sie bekommen 200 Lotto-Tippreihen gratis von mir. Ja. Und dann spielen Sie ja in der Woche mit, in allen Spielen auch noch mit. 10-mal am Spiel 77, 10-mal beim Super 6 und noch 288 gewinnoptimierten Tippreihen beim 6 aus 49. So viele? Und jeden Tag beide. Ja, und jeden Tag bei der täglichen Sofortmillionsziehung, wo Sie 1 Million gewinnen können. Das geht 3 Monate. Sie spielen dann pro Monat mit 59,90. 3 Monate geht es dann, ja? Ja, wer ist denn so großzügig, das alles, sag ich mal, zu verschenken? Das müssen Sie ja dann bezahlen dann, ja? Das soll ich nicht alles verschenken. Ich schenke Ihnen nur 200 Lottotippreihen gerade. Ja, aber von wem kommen die denn? Da muss ja irgendjemand, muss die ja ausdrucken. Bonusplan Premium Lotto. Bonusplan Premium Lotto? Habe ich noch nie gehört. Ist das das staatliche? Ja, ganz normale Mittwoch- und Samstag-Lotto ist das. Das ist ja großartig.
Das bin ich ganz fasziniert. Ja, 3 Monate lang spielen sie da und zahlen 3 mal 59,90, ja? Also ganz kostenlos ist es nicht. Ja, und was sag ich mal, kann man da so gewinnen? Geld, Millionen. Also sie haben ja schon mal die Chance, jeden Tag 1 Million zu gewinnen. Und ja, wo kommen die denn her? Also das sind ja 30 Millionen in der Woche. Also wer gibt das denn aus? Nein, sie werden ja nicht jeden Tag gewinnen. Also ja, das ist ja auch ein bisschen Glück daheim. Also einmal würde mir ja auch reichen. Ich will ja hier nicht, sag ich mal, mich am Leid anderer Menschen bereichern. Das überlasse ich anderen. Also so ein Millionchen wird mir schon reichen. Das sag ich mal. Würde ich auch sagen. Ja. Ist immer so eine kleine Insel und so ein Privatjet und da muss ja nicht viele Sachen haben. Sie haben ja Ansprüche, ne? Ja, so okay. Man wird doch wohl noch träumen dürfen. Ich habe 2 Weltkriege mitgemacht. Da darf man sich auch mal was Schönes erlauben. Sie sind Herr Hans Doppelotter, gell? Doppelotter. Sind Sie geboren am... Wie der Otter Doppelotter. Im Garten. Ja, ja. Ja. Sie Otter. Haben Sie den auch... Ihre... Haben Sie den... Ja? Ja. Haben Sie denn auch eigene Glückszahlen, die Sie mir durchgeben möchten, oder soll ich den Zufallsgenerator laufen lassen? Ja, also, ist egal welche, ja. Okay, egal welche. Nennen Sie mir eine persönliche Glückszahl. Ja, 1933, da haben meine Frau und ich uns kennengelernt. Okay. Ja, 33 auch, ja. Wann sind Sie geboren zum Abgleich hin? Geburtsdatum? 47. Ja, 47. 1.7.47, gell? Ja, ja, das hat sich nicht geändert im Laufe der Jahre. Wär, super, okay, ja schön. Schlimm. Also heute kann man kann ja heute Nachnamen ändern. Man kann sich das Gesicht operieren lassen und plötzlich sagen, ich will kann jetzt kein Mann mehr sein, ich bin jetzt eine Frau. Aber immerhin kann man das Geburtsdatum ändern. Das kann man auch machen. So, wo kämen wir da denn hin? Da würden sich ja alle jünger machen, als sie sind. Und sagen, es ist ja schwierig, wenn ich in meinem Alter kriege, jetzt ja keine Zahnzusatzversicherung mehr. Also wenn ich mein Geburtsdatum ändern könnte, dann würde ich bei meiner Mutter noch mitversichert werden. Das wäre schön, dann würde es alles weniger kosten. Ne? Herr Doppelotter, haben Sie... Ihre Gewinne werden ja auf Ihr Konto gutgeschrieben, deswegen sollte ich Ihre IBAN-Nummer einmal überprüfen. Wissen Sie die auswendig, Ihre Kontonummer, damit wir Ihre Gewinne aufs richtige Konto überweisen können? Ich habe die jahrelang auswendig gewusst, bis Sie da mit dem IBAN da gekommen sind. Seitdem lasse ich das immer meinen Enkel machen, weil ich kann ja auch nicht mehr so gut laufen. Jetzt müssen wir ja erstmal noch die... Wissen Sie denn Ihre Konto? Die Glückszahlen müssen wir noch, wissen Sie die Kontonummer? Sonst kann ich ja gar nichts gewinnen. Ergänzen. Oder? Ah ja, gell, sicher. Sagen Sie mal die nochmal durch. 1933 habe ich, weiter. Ja, weil Sie jetzt mein Glücksengel sind, nehmen wir Ihren Geburtstag noch als Glücksnummer. Ja, 24 und die 2, ja. 24.02. Da wurde mein genau. Dackel geboren auch. Der Manfred. Ja, schön. Ist ein besonderer Tag in meinem Leben gewesen. Oh, schön. Bei mir auch. Der ist ja im Prinzip, ich habe den ja übernommen aus dem Polizeitierheim. Der ist, sag ich mal, früher Drogenspürhund gewesen, bevor ihn, sag ich mal, die Sucht halt gepackt hat. Und dann haben die den halt außer Dienst gestellt. Und ja, ich habe den jetzt halt übernommen. Und sag, wenn ich mit dem hier im Park lang laufe, da verstecken die jungen Leute als immer ihre Sachen und der findet das dann. Naja, der kennt es noch, ne? Ich sag, der ist aber schon geheilt jetzt, oder? Der ist geheilt schon. Ja, nee, der findet die Sachen ja immer noch und gesund ist er auch inzwischen. Ja, ja. Also die Tipps sind nicht mehr ganz so böse wie früher. Sag mal, wir haben uns darauf verständigt. Sag mal, er findet die Sachen. Und kriegt dann halt was zu futtern bei mir. Ne? Das muss eine natürliche Synergie, so wie das die Blattläuse mit den Ameisen machen. Kennen Sie den Vorgang? Ja. Die halten ja im Prinzip, die Ameisen halten die ja im Prinzip wie so eine Schafherde, die Blattläuse, und die melken die dann. Und bei mir, sag ich mal, der Drogenspürhund, die Schafherde, weil der halt die ganzen guten Sachen findet.
Mit Bargeld klappt das noch nicht ganz so. Da bringt er immer nur Centstücke. Aber wir arbeiten dran. Ah ja, schön. Okay, jetzt sagen Sie mir noch drei Zahlen durch. Wissen Sie, wann Frau Merkel Geburtstag hat? Nö, nee, weiß ich gar nicht jetzt. Habe ich mir nicht gemerkt. Wir haben doch 18 Bundesländer, richtig? Ja. Ja, dann nehmen wir die 18 noch. Ja. Und 33 hatten wir schon, aber die EU, die hat doch 42 Mitgliedstaaten, richtig? Ja, dann richtig. Dann nehmen wir jetzt noch die 42 dann nehmen wir auf der amerikanischen Fahne, da sind ja im Prinzip 31 Sterne drauf, dann nehmen wir das noch. Ja, Das sind doch 31 oder hat sich das geändert? Mhm. Ja, sind noch gleich. Können wir nochmal abgleichen? Ja, können wir machen. Was haben Sie denn? Ich hole mir kurz was zu schreiben. Ich kann mir das ja gar nicht alles merken. Das ist ja so aufregend. Da muss ich nachher erstmal, ich habe noch einen guten Shampoo stehen, den hat mein Enkel zur bestandenen Fahrprüfung bekommen. Aber der hat den Führerschein mit 17 gemacht. Der darf noch gar nicht trinken, den gönne ich mir jetzt. Ich hole mir kurz was zu schreiben, bin sofort wieder da, ja? Einen Moment bitte. Ja. Hallo? Ja, sind Sie da? Ja, da bin ich wieder. Das ist alles in greifbarer Reichweite gewesen. Es gereicht mir jetzt zwar zum Vorteil, aber mein Briefblock, der lag wieder erwartet nicht neben dem Telefon, sondern auf dem Nachttischrank. So. Dabei habe ich der Putzfrau da ganz minutiöse Anweisungen gegeben, wo sie, die Sache zu befinden haben. Weil wenn der Manfred, also mein Dackel, da die Sachen mit nach Hause bringt und wir uns einen schönen Abend machen, da kann ich ja nicht erst noch suchen, da muss ich ja wissen, wo die Sachen liegen, weil ich bin ja Schriftsteller und wenn die Ideen kommen, dann muss ich das ja aufschreiben. Haben Sie Kinder? Ach so. Ja, zwei. Ja, ich schreibe gerade ein Jugendbuch, falls Sie da vielleicht Interesse haben, suche noch Probeleser. Ach so, okay. Kennen Sie die Stadt Rotterdam? Ja. Ja, ich habe jetzt im Prinzip, also in dem Buch geht es, um Otter und die wohnen in der Stadt Rotterdam. Ich dachte, das ist eine lustige Kombination. Und die wehren sich dann gegen die fremdländischen Eindringlinge, um die halt abzuwehren. Und da ist auch ein Charakter, der basiert halt lose auf meinem Leben. Die treffen dann auf so einen Maulwurf, der hat immer so einen Koffer dabei und eine dicke Brille. Und der will immer nur Urlaub machen. Und der heißt Herr Maulwurf und der nervt die dann immer. Aber die schicken den nicht weg, weil die den gerne haben. Das passiert im Prinzip auf einer Persönlichkeit. Also ja, ich habe, ich weiß nicht, des Anlasses entsprechend würde ich das marmorierte Papier nehmen. Ich habe da, für besondere Anlässe besonders schöne Briefbögen. Oh, schön. Ja, also, weil, sag die mal, so neun... eine Million gewinnt man nicht jeden Tag, ne? Ich freue mich da sehr. Okay, also die 19... Die 33, 24, die 2, die 02, 18, 42 und die 31. Woher kam denn die 02 nochmal? Die von meinem Geburtstag, vom Februar. Ach ja, stimmt. Für meine Glücksfee. Und von ihrem Dackel. Klar. Von ihrem Dackel, ja. Der Drogendackel. D-Doppel-D, Drogendackel. Okay. Okay. Oh, da habe ich mal eine böse Geschichte erlebt. Da sind wir im Zoofachhandel gewesen. Und da war so eine junge Verkäuferin gerade mit einer Kundin am Sprechen. Die wollte so ein Halsband haben. Und das war so eine ältere, so mein Jahrgang. Darum habe ich da so ein bisschen drauf aufgepasst. Und da hat die im Prinzip gesagt, ihr Geschäft ist mir empfohlen worden. Ich bräuchte ein Halsband für meine Möpse. Ich sag mal, meine Freundin hat die hier auch gekauft bei Ihnen. Die ist sehr zufrieden, aber die hat halt deutlich kleinere Möpse als ich. Sag mal, und da bin ich bei dem Gesprächsinhalt natürlich hellhörig geworden.
Aha. Okay. Also, Ihre Kontonummer sollte ich auch überprüfen, damit wir auch Ihre Gewinne aufs richtige Konto überweisen können. Wissen Sie Ihre Kontonummer auswendig? Haben Sie gesagt, ja. Ja, also früher, da konnte ich die mal auswendig und Aber dann haben die von der israelischen Zentralbank sicher das mit diesem IBAN einfallen lassen. Sind Sie immer wieder beim Thema Russen in Deutschland, den IBAN? Wer soll sich das denn merken können? Sag mal, ich bin doch Aber das kein ist ja das Astronom. Gleiche. Nee, das ist ja das gehört ja zusammen mit Bankleitzahl und Konto ist ja zusammen quasi, ja? Ja, aber das ist Sagen Sie ja mal die doppelte Bankleitzahl. Anzahl. Das kann sich doch kein Mensch merken. Ja. Brauchen Sie auch nicht. Wenn Sie Ihre Bankleitzahl und Kontonummer wissen oder nur Kontonummer, das würde schon ausreichen. Ha, wie bitte? Das würde schon ausreichen, wenn Sie Ihre Kontonummer auswendig wissen. Nee, das reicht ja nicht mehr. Dann geht das ja zu den Falschen hin. Ich kann das, nee, ich kann das einrichten. Was denn? Ich kann Ihre IBAN-Nummer durch die Bankleitzahl-Kontonummer heraussuchen, sage. Hab das jetzt nicht verstanden oder nicht kapiert, Ich sagen kann wir das mal so. ergänzen. Ich kann das ergänzen mit der Kontonummer und Bankleitzahl als IBAN. Ja, das ist ja Können Sie quasi, denn? das ist ja Ja, in das Berlin. ist ja das Gleiche quasi. Ja. Ist es die, welche Bank arbeiten Sie denn? Berliner? Ja, Oder Sparkasse, wie? Berliner Sparkasse. Berliner Sparkasse, ja. Und da suche ich die Bankleitzahl mal raus und Sie sagen mir nur Kontonummer, okay? Ha, was bitte? Ich such die Bankleitzahl heraus von der Berliner Sparkasse, ja? Das ist die 100 500 00, gell? Das hört sich zumindest leicht vertraut an. Ja, und jetzt sollten Sie mir nur noch die Ihre Kontonummer durchsagen. Hallo? Ja, die Bankleitzahl haben wir ja jetzt. Ihre Kontonummer können Sie nachschauen, Ja, damit wir das überprüfen können. das bringt uns jetzt ja nichts. Ich bin hier am Suchen. Irgendwo habe ich mir das in roter Schrift ausgedruckt mit dem IBAN, damit ich das auch Oder wieder nachvollziehen kann. Herr Nachvollziehen. Doppelotter, suchen Sie es. Sie suchen es mal raus, ich melde mich dann in einer halben Stunde nochmal, ja? Nee, ich habe hier, sag Dann ich machen wir mal, es meine so. Bankunterlagen geordnet vorliegen. Ich habe das ja alles, sag ich mal, Ach so. alphanumerisch nach dem babylonischen Ja. Dreisandprinzip aufgeschlüsselt. Das ist also alles Okay, kein jetzt schauen Sie, Problem. dann schauen Sie nach der Kontonummer mal bitte. Also nur getrennt nach der Kontonummer. Numer nach numerisch oder Und nach der Kontonummer. buchstabetisch aufgeordnet. Ja, Kontonummer. Ja, habe ich hier. Ja, schauen Sie mal bitte. Ja, habe ich doch schon. Oder soll ich noch was Ja. anderes suchen, wenn wir schon dabei Ihre sind? Konto, Ihre Kontonummer sollte ich überprüfen. Die sollten Sie mir jetzt durchsagen. Haben Sie denn, sag ich mal, auch die, die müssen mir das ja alles zuschicken. Haben Sie, sag ich mal, die Ja, postalische Sie werden. Rechnungsanschrift von mir vorliegen? Ja, natürlich. Ja, was Die habe steht denn ich da ja. bei Ihnen? Weil ich Wir bin ja, wohnen sag ich in mal, vor 19 Jahren bin ich umgezogen. Otto Hahnring 28, 78 in Potsdam, gell? Ja, das ist schon korrekt, weil ich hab halt auch mal woanders gewohnt. Es ist 19 Jahre Ach her, da kann so, man ja das mal ist normal. fragen. Nee, Weil nee. die Ja, Post, natürlich. die schlammt ja öfter mal. Ja. Okay. Haben Sie es jetzt zur Hand, dass ich das überprüfen kann? Ja, ich habe ihn in der Hand. Ja, sagen Sie mal Ihre Kontonummer einmal durch zum Überprüfen. Ja, Sie das werden ist. alles schriftlich bekommen von mir und dann lesen Sie sich in Ruhe nochmal durch, ja? Nee, lesen ist schwierig. Ich bin ja blind im Prinzip. Ja? Wie schreiben Sie dann? Wie können Sie dann schreiben? Also ist noch nichts von Blindenschrift gehört. Ach Also so, okay. ich habe da auch, Natürlich. ich hab da auch eine eigene Methode entwickelt, weil es gibt ja, sag ich mal, Ja. diese Stanzmaschinen, die diese Punkte da auftragen, die Mhm, man dann mit der ja. Fingerkuppe ertasten kann. Aber ich habe im Prinzip hier, sag ich mal, eine Methode entwickelt, weil ich muss ja auch irgendwo mit meiner Zeit hin. Ich nehme Kieselsteine und klebe das dann da drauf. Das ist dann mitunter, sag ich mal, geht das auch schon als moderne Kunst durch, weil ich sehe ja nicht, was Ja. dabei rauskommt. Ich habe dummerweise schon mal Okay. als Zeugnis von meinen Enkeln verarbeitet. Hallo? Er hat aufgelegt! Oh, schade, schade, dass die aufgelegt hat. Ich wollte sie jetzt eigentlich konfrontieren.
mit dem alten Mann. So mal so richtig sagen, haben sie eigentlich überhaupt kein Scham- und Schandgefühl. Aber wer weiß, vielleicht ruft dieses elende Stück ja nochmal an. Habt ihr das gehört? 18 Bundesländer, 42 EU-Mitgliedstaaten, 31 Staaten auf der Fahne von Amerika. Da hört man mal wieder, was das für dumme Leute sind, die dich da anrufen. Können nicht gerade bis drei zählen, haben kein Stück Allgemeinbildung, aber wollen alte Leute am Telefon abzocken. Was für ein widerliches Stück Dreck. Bitte ruf nochmal an.